Nehme ich Virtus Pro gegen ESC Gaming hier auf dem Mirage. Und gerade ist die Knifefront live. So, was haben wir jetzt alles verpasst? Eigentlich nichts, aber in der Starladder wird, soweit ich weiß, genifed. Darum wer zuerst den Veto anfangen darf, glaube ich. So, Mirage ist beim Veto rausgekommen. Die Maps also nicht festgelegt. Es gibt zwar festgelegte Spieltage, aber wie gesagt, die Maps werden immer gewotet. So, dann hat man noch einen Server gewechselt. Der GoToFor musste natürlich auch noch hinterher. Und jetzt sind alle drauf. Gneift wurde jetzt auch. Und Virtus darf CT starten. ESC als Terror. So, jetzt auch noch die Settings. Sogar gar nicht mal die aktuellsten, aber was soll's. So, ich bin gespannt auf das Spiel. Lüppis hat vorhin schon getwittert. Beide Teams müssen eigentlich hier was unter Beweis stellen. Virtus Pro auf der einen Seite, dass das gestern und die letzten Tage nur ein Ausrutscher war. Diese schlechte Performance. Und ESC muss einfach beweisen, dass sie es, dass sie verdient an der Spitze sind. So, Kuben mit Döner Smoke. Die aber erst auf Contact scheinbar. Jetzt liegt sie drin. Die liegt sehr schön drin. Jetzt wird ein B-Split von ESC. Oh, erfolgt jetzt schon. Das ist ja gefallen. B hat man eingenommen. Gute Smoke gegen Küche. Boah, Leo muss da zwei krasse Heads gemacht haben. Boah, schöne Burst von Pascha. Da ist nur noch. Boah, das. Pascha zieht direkt rum, macht seinen zweiten. Direkt zwei nette Bursts ins Gesicht von den Russen. ESC somit mit der Pistol. Schöne Taktik auf jeden Fall, da erst die Smoke of Contact zu werfen. Finde ich auch interessant, was er macht. Was er machen würde, wenn da keiner gesehen wird, ob er sich ihn dann aufhebt. Da ist ESC wieder Richtung B unterwegs. Man hat, soweit ich das jetzt gesehen habe, keine AK. Bison sehe ich. P90. Also alles eher. Peace. Neo hat einen AK. Er steht gerade zu dritt am Spot. Einer noch geboostet, ist der aber mit guten Laufwegen. Um dann den Spot einzunehmen. So, nicht wundern, Maniac ist Lord. Also kein neuer Spieler bei ESC. Hat einfach seinen Steam-Namen nicht geändert. Der Rest. Ja, der Rest heißt so, wie es auch sonst heißen. Gleiche. Na, wobei. Doch, Bombe ist wieder im B-Haus. So, die Smoke, damit man da kurz durch kann. Ich habe sogar einen Frick gesetzt. Kuben. Ich hab schon was davon. Boah, krass für das hier. Spot kriegt auch noch Headshot. Jetzt muss Neo Gas geben, um da zu helfen. Ne, Pascha, sorry. Neo zum Glück da oben den Hausspieler gemacht. Hätte das hier vielleicht erwarten sollen. Noch eine Flash über Kante. Sie wissen, dass da einer Spot ist. Boah, what? Was ein Headshot und Fox. Und wo kommt Adrian? Im Haus oben und Fox macht's auch so ohne die Hilfe von Adrian. Krasse Runde da am B von Fox. 3K gemacht. Das hier mit 2 oben im Haus. Sehr stark. So, und denjenigen, es hat tatsächlich vorhin jemand das Richtige getippt, 16-12. Die schicke ich dann natürlich dann noch den Key, vielleicht sogar zwei, damit du mit einem Kumpel da die Ezer rocken kannst oder austesten kannst. Interessanter Push da Mitte. Krass, ist sogar aufgegangen. Boah, Adrian. Ach, dann nochmal rumzuziehen, vielleicht ein bisschen too much.
Ansonsten war das schon ganz cool gemacht. Da den Smoke. Den Blech, glaube ich, von hinten an dann rumgezogen. Also nicht der Go über die Schräge, sondern da über kurz über den Steg. So, ESC moved gerade Richtung A zurück. Fox hat aber noch dicke Kontrolle Mitte. Kann da alles ausschließen. Kuche zusammen mit Adrian am A. Kuche da immer nur am Spotten. Oh, Fox ist sogar Mitte eingemacht. Er hat den Keller, der da von Connector kommen wollte. So, Adrian mit Gegenflash. Da gibt es noch eine Gegenflash. ESC muss da richtig blind sein. Nicht viel Schaden, aber trotzdem Kura direkt schön aufs Spot geschoben. Gut da geholfen. Pascha letzter kriegt eine Nade ab. 15 Sekunden noch, hat keine Bombe. Sollte die aber auch safe. Boah, krasser Schuss gegen Fox. Gut predicted. Die Awe dürfte er sogar durchkriegen. Wird es natürlich auch noch nicht in der vorteilhaften Lage, hier irgendwie großartig jagen zu gehen und eventuell noch Waffen, mehr Waffen zu verlieren. Demzufolge lassen sie ihm die Arme. Müssen sie sich natürlich jetzt drauf einstellen und darauf achten. So, Pascha, lass mal da Action contacten. Mal über Keller. Boah, hat Fox schon reingezielt. Fox ja auch berüchtigt dafür, gern mal Smokes im Döner zu blocken. Muss ich da mal auf ihm bleiben, aber das immer noch macht. Finde ich auf jeden Fall eine coole Aktion von ihm. So, ansonsten sterben gerade alle von den Mates von Pascha. Test konnte einem B-Haus machen, der da wahrscheinlich vorgepusht ist. Oder? Wo liegt die Leiche? Ah, Keller unten. Den Refrag gemacht. Und Pascha kommt über kurz. Oh, er hat noch nicht geschossen. Oh, schade, Mann. Bisschen Pech, wenn... War gut, dass er nicht direkt geschossen hat. Wenn er einen Frag setzt... Kann Tess vielleicht auch den hinten am Container machen und dann wird's ein 2-2. Schade drum, trotzdem gut runtergespielt. Führung jetzt aber schon für Virtus Pro. Heute übrigens wieder mit russischer Flagge, aber die wird hier auch manuell gesetzt. Ich glaube, er hat sie wieder geblockt. Für Angel. Boah, verliert es zuerst gegen Pascha. Nur eine Pistole, hat eine P250. Ich sehe sehr A-lastiger Aufbau. Drei Action, eine Haus. Pascha nach Mitte. Oh, Pascha jetzt gegen Mitte gestorben da. Nur die Flash zum Sand. Boah, gute Gegenflash noch von Adrian. Die war sehr gut. Ganz wichtig, um da oben den Hausscore aufzuhalten. Stirbt jetzt trotzdem schon gegen Spot. Neo auch noch erfolgreich. Gute Smokes sind schon sehr weit vorne. Es muss die Runde für die ESC sein. Kura auch noch 12 HP wird direkt geholt von Taz. Lord da auch schon sehr viel Schaden ausgeteilt. Sehr, sehr starke Runde. Sehr, sehr starke Go von ESC. Gute Grants. Gut, dass ich hier den Sound höre. Von irgendeinem Spieler. Wo ich anscheinend drauf bin. Das ist wahrscheinlich der letzte Spieler, auf dem ich drauf war. Ah, Fox wollte es auf jeden Fall wieder blocken. Merkt man direkt, dass er da auf dem Fensterbrett steht. So, sein Supporter ist ein bisschen weg. Ach, kriegt Strafe Shot direkt. Angel, wie gesagt, sehr weit weg von kurz. Sie hat jetzt gute Chancen, was auszurichten. Spielen da auch ein B-Split. Gehen jetzt über... Oder? Ja, sind jetzt schon kurz vorn. Lassen Pascha da gleich vorkontakten. So,
Besen ist schon weit von. Jail kann jetzt so fast ausgeschlossen werden. Ist VP aber schon zu dritt am B. Jetzt den Go ohne Grants. Refix von Pascha. Jail verpratzt. Kann noch einen setzen. 7 Schuss noch. 6. Ah, netter Austausch. Ah, stark von Fox. Pascha gegen 3. Gegen 2. Ah, Ims Pratzen verfallen. Somit den Frag nicht setzen können. Stark verschoben von Virtus. War nicht direkt schon zu dritt am B. Haben da gut drauf reagiert. Gut Bescheid gewusst. Denn die Smokes haben es natürlich auch angedeutet, dass die ESC da den Weg zum B-Spot sucht. So, und die Polen mit Full Eco. Oder halt P250. Kann man eigentlich trotzdem als Full Eco bezeichnen. Ich meine, die Waffe kostet nur 300. Zumindest sagen wir der Pistol Eco. Diesmal am Kerrigan. LOL? Ha! Angel hat ihn doch gerade auch im Augenwinkel eigentlich gesehen. Wobei, vielleicht spielt er 4 zu 3 und hat ihn nicht gesehen. Da muss Kura auch lachen. Krass, und so schnell dreht sich hier eine Runde. Einfach weil dort einer über den Connector einfach durchschleichen konnte. Ungesehen. Fox hat aber immer zumindest in A noch relativ safe. Da Infos durch, dass da nichts geht. Deswegen bleibt natürlich auch das Sia drüben. ESC orientiert sich aber eher Richtung A. Wobei Kuben jetzt entscheiden, wo geht er hin? Geht B raus. Pascha versucht noch den Frag zu ziehen. Ah, macht Damage, aber leider nicht den Frag. Jetzt sterben sie leider ein bisschen zu einzeln. So, Kubenhaus. Ansagen. Oh, starker Frag von Dossier. Und Tess ist auch nicht mehr viel machen können. Gut, gezielt von Fox. 5-3 die Führung. Ohne Pistol. Schon ganz eine solide Leistung von den Russen bisher. Wobei ESC spielt eigentlich ganz solide Goes. Und daher, das Spiel hat sich eigentlich in noch keine Richtung so wirklich entwickelt. Also keiner scheint hier irgendwie dominant zu sein. Oh, Smoke. Nicht gut, den Connector schon. Und das faked man diesmal. Also man geht Richtung A. Pascha kommt da wieder allein über die Mitte. Muss gleich kurz aufpassen. Ich glaube, Angel ist derjenige, der da noch kurz ist. Geht Mini dünn rein. Oh, Pascha zielt sogar vor. Oh, Angel zeigte sich, zeigte sich, zeigte sich. Das ist Timing-Sache. Smoked sich weg. Oh, schön gemacht. Baut sich da quasi ein bisschen eine Wand auf. Action auf See. Adrian konnte nur einen machen. Oh, und Pascha jetzt Mitte da oben am Connector den Frag gemacht. Sehr stark gespielt. Gute Taktik. CDB ist auch abgesmoked. Man kann somit safe legen. Kuren mit einer ein. Pascha eigentlich der entscheidende Spieler jetzt. Wenn er dort lange überlebt, ist die Runde eigentlich gewonnen. Action auch das Duell von Neo gewonnen. Tess. Och, einfach Headshots ausgeteilt und Tess auch CDBs. Sehr starke Einzelleistung von Tess. Wobei Pascha da schon die Runde wesentlich mitgewonnen hat. Taktik ist einfach super aufgegangen. Also die Jungs haben sich auch richtig Gedanken gemacht. Also ob jetzt die Smoke ankommt. Schon wieder abgeprallt. Also da ist noch Nachholbedarf. Weil ich muss sagen, Smoke ist nicht wirklich einfach. So, also Pascha da unten immer gegen Connector. Das sieht da immer sehr souverän aus, muss man sagen. Wo stand Tess denn da bitte gerade noch drauf? Ist also, als ob er hier noch irgendwie noch erhöhter stand. Sehr strange. Kann aber ein Bug gewesen sein. So, und da ist der Ausgleich wieder da. 5-5. Und jetzt die Frage, ob Virtus was umstellt und vor allen Dingen, ob es reicht für eine Aave.
nämlich nicht so aus. Ist ja sehr wenig, ist sehr low equipped. Teilweise nur Farmers am Start. Smoke in den Jungle rein. Und übelst schneller Go. War jetzt sogar die Unterzahl, damit sich durch Smoke gesneakt. Timing her hat das nicht genau gepasst. Gegenflash von Lord da oben einfach. Boah, bisschen gebratzt, bisschen zu viel gebratzt für meinen Geschmack. Trotzdem Defekt gesetzt. Tess low HP, er weiß, Fox weiß, wo er ist. Aber Tess gibt direkt Headshot. Krass. Einzelleistung von Tess hier auf jeden Fall unglaublich gut. Aber er ist hier auch direkt die Lücke gefunden am A. Beziehungsweise gut die Lücke weiter ausgenutzt, dass da Pascha so viel Raum hat in der Mitte. So, das ist nochmal eine Eco. Tess hat wahrscheinlich einfach nur was Action geworfen. Deckt Tevez ab. Pascha schickt man auf jeden Fall immer vor. Nice. Oh Lord. Oh, der kommt echt noch weg. Oh, nächster Frag. What? Auf einmal fallen alle Frags. Alle ESC-Spieler auf einmal tot. Als Tess, er hat, macht ein solides Spiel, wenn nicht sogar ein hervorragendes. Könnte fast... Oh nein, die Bombe ist im Connector down. Das ist bitter. Und Angel zielt sogar oben auf die Kiste rauf. Oh, er macht den ersten. Oh, aber Angel mit Arme. Schön rumgezogen, krasse Pistole. Dann hat irgendwie halt der Action-Spieler gefehlt, der dann von hinten noch die Frags macht. Fliegt der Smoke. Ach, shit. Auch Fox schon an sich eine starke AWP geworden, muss man sagen. Oh, abgelenkt. Angel Push. Ach, sehr, sehr starker Push. Also manchmal haben sie so Momente da. Dann nehmen sie einfach ESC auseinander. Sehen. Schöner Schlitzer. Die Nate. Ah, das ist nicht genau. So, die Bombe ist sogar da Mitte down, deswegen auch die Smoke. Die sitzt richtig gut. Jetzt noch ein verzweifelter Versuch, da irgendwie was einzunehmen. Boah, krasse Gegenflashes von VP. Die spielen das wirklich hervorragend runter. Boah. Wenn Tesset noch einen bekommt, da sollte nichts mehr anbrennen. Zu früh gefreut, oder was? Wobei, 30 Sekunden noch. Boah, da verschießen sie jetzt aber schon ganz gut die Shots. Müssen sich jetzt auch komplett wegziehen. Das sah teilweise schon echt böse aus. Stark vorgezielt. Sehr macht den dann aus dem Jungle. Führung wieder für Virtus, 7-6. Trotzdem ganz solide Basis für ESC, dann in die zweite Hälfte zu starten. Wir müssen jetzt scheinbar nochmal sparen, dann 8-6. Also ein 8-7 wäre hier für beide Seiten eigentlich verdient. Wirklich eine Art First weggerannt.
Endeffekt gezogen. Aber mit der Eco keine Probleme gehabt am A. Und jetzt die letzte Runde der ersten Halbzeit. Ist hier nochmal tief in die Tasche gegriffen. Alles ausgegeben, was nur geht. Test-Smoke, Kuben-Smoke. Smoke liegen heute wirklich nicht gut. Wobei es natürlich auch sein kann, dass ESC weiß, dass Fox dort gerne eine Smoke blockiert. Pascha da wieder an seinem Eck. Also man spielt dann nochmal die Runde von vorhin. Theoretisch müsste Pascha jetzt wieder Smoke unter sich werfen. Macht er nicht, geht diesmal direkt hoch. Da gibt es auch nämlich nur eine Nade, keine Flash, damit dann Pascha dann nicht flasht. Also sehr gut. Oh, Pascha hinter dir. Oh, das Eck muss man checken, das ist so ekelhaft. Er hat es halt nicht mal ansatzweise gecheckt. Kuben ist aber direkt auf Refact gegangen. Also sehr stark gespielt von ihm. Oh, falsches Eck. Boah, die Runde kann ESC eigentlich fast nicht holen. Außer Neo, was sieht's nochmal aus? Nee, tut er nicht. Wird es sogar mit der 9. Ah, die Taktik ist ja eigentlich ganz gut. Aber kleiner Fehler vielleicht von Pascha da. Hinterher zu rennen hat wohl aber auch... Warum kann ich meine Maus nicht bewegen? What the fuck? Kann keinen Freelook machen. Jetzt geht's wieder. Krass. Ja, Pascha hätte auf jeden Fall vorher ins Eck gucken müssen. Hat aber wohl nicht mit gerechnet, dass so zwei stehen. Boah, jetzt gibt's sogar komplette Restarts. Das gefällt mir nicht. So, hier war man sich nicht sicher, ob Pause gemacht wird oder ob es weitergeht. Thanks for killing my stream hat. Was? Achso, jetzt haben wir ja durch den Restart wahrscheinlich. Oh, gutes Opening von Desia. Refact mit Tess. Oh, stark von Lord. Gute Einzelaktion da von, am A-Spot von den SC-Spielern. Ubuntu, Kit hat Neo. Ach, schön, dann ist er noch raus. Oh, krasser Retake von ESC, aber auch starke, wie gesagt, starke Einzelleistung da am A-Spot. Trotz des Openings von Dossier, von Virtus. Da sind auch die Namen oben vertauscht. Also ich verstehe nicht, warum er dann Restart macht. Also nicht täuschen lassen, ich sehe die Pistole gewonnen. Müsste man jetzt oben umtauschen. Vielleicht macht das ein Admin noch. Sich gelegt. Zwei Galils. Boah, das wird gefährlich, denke ich. Und Tess noch am Patzen. Frax sind aber für ESC. Oh, nochmal Headshot schön rumgezogen. Oh, gut vereitelt die Runde von ESC. Und auch weniger Waffen verloren, als ich gedacht hätte. Ja, hier finde ich es dann noch. Oh, aber wenn Tess da direkt fällt, dann hat natürlich der Holzspieler da enormes Problem. So, jetzt oben auch die Score-Anzeige wieder angepasst wurden. Applaus für den Admin. Direkt da zum Helfen. Oh. Hat Neo aber schon Probleme, da den Flag zu ziehen. So, haben wir bei Fox eine Arme? Ne, reicht nur für Galil.
hier nicht. Aber Kura hat eine Awe. Auch gut. First Fit also wieder auf Seiten von Virtus. Boah, nee, ist hier mit dem Dreier-Push, bitte. Nehmen den VP gerade auseinander. Boah, einer steht da noch. Tess, wichtig. Oh, er hat Reload. Boah, reloadet doch, Mann. Bäh. Lord aber auch gut reagiert drauf, dass er viel Mitte ist. Pusht Action. Hat jetzt Raum. Neo ist da noch kurz. Oh, hat schon leider Tess. Oh, Neo hört die Steps. Kann es jetzt an Lord weitergeben, der jetzt auch Gas gibt? Dennoch darf Neo da jetzt nicht sterben. Oh, stirbt sogar. Und jetzt hat Lord echt wenig Chancen. Er hat kein Kit. Wenn er da jetzt. Oh, das jetzt hier sogar oben Haus. Krass. Okay, war eher so ein. Ah, sie haben auf jeden Fall keine Ahnung. Aber wenn. Da muss Lord auf jeden Fall jetzt schon instant den Headshot setzen. So, jetzt ist die Posi bekannt. Ah, dass das Sia da nach offensiv geht. Gute Gegenflash. Ah, krass, ja. Übelst gut Runde gespielt von Virtus. Fehler meiner Meinung nach von Neo. Der darf nicht sterben, wenn er da wartet auf seinen Mate. Haben sie auf jeden Fall noch Chancen. Schade, dass Tess dann natürlich auch Mitte gestorben ist. Was hätte Neo oder mehr an kurz bleiben können, dann B sich vielleicht auch eine bessere Pose suchen können. Aber an sich war das ein netter Push von ESC, dann Mitte hoch zu dritt. Haben wir auch nochmal gekauft. Angel allein im Haus. Bombe noch Mitte. Könnte man meinen, dass sie dann nochmal hinten rumschiebt. Ja, passiert jetzt auch. Hier allein Mitte. Test darf Gegenflash. Pascha zusammen mit Neo. Pascha mit Risikomove kann da gleich ausschließen. Trifft aber trotzdem noch auf Adrian. Och, gewinnt das Duell. Und jetzt der Gorm A. Oh, Tester einfach mal Haus eingenommen. So, jetzt kann sich Neo natürlich auch auf die Connector mit Haus konzentrieren. Jetzt ist es leichtes da für die ESC, die Runde zu machen. Neo überlebt mit einem lächerlichen HP. Trotzdem eine 5 Runde für ESC. Stark gespielt da in der Mitte für eine von Pascha und Neo. Sehr gut gehandelt, gutes Spielverständnis. Dann auch von Tess dort ganz zu blocken. Ja, was der Junge macht mit Farmers. Schon nicht übel. Bekommt es mit den letzten beiden zu tun. Boah, die Fläche hat den einen auf jeden Fall gut geflasht. Lol. Wie er da weggeschossen wird in der Luft noch. Das macht es da auch schön gespielt von Kuben noch, da defensiv zu gehen, um da wirklich nicht noch zu sterben. So, 5-1, Spielstand overall 11 zu 10. Ja, 11-10 die Führung für ESC. Boah! Was ESC hat mit Famas macht, ist echt unglaublich. Boah, wieder Dreier-Push, aber ob sie oben das Eck jetzt checken, fraglich. Boah, Tess. Boah, krass! Wie Adrian da aber auch nicht den Frag setzt. Tess sogar mit Hälfte HP da rausgekommen aus der Situation. Dossier legt schon Haus an. Wenn er da weiter vorgeschlichen wäre, hätte er vielleicht direkt Connector machen können. Wird jetzt aber schon abgezielt von drei Mann quasi. Boah, Nate aber auch in die Fresse. Kuro ist Posi bekannt, Dossier ist Posi bekannt. Die Farmers einfach
sau stark. Da läuft Neo ihm ins Pre-Fire, ins Pre-Aim. Mage schiebt hinter ihn. Also was Kuben heute für Eier hat mit der FAMAS. Boah, der ist auch perfekt da schon B-dicht gemacht. Zusammen mit Lord hinten. So, jetzt wird er einfach noch eingekesselt. Da wollen sie einfach nur den Frag. Führung weiter ausgebaut. 12 zu 10. Und sie lassen sie auch nicht zum Bombenlegen kommen. Also sie ist da wesentlich besser auf die Spots raufgekommen. Virtus darf da nicht gegen diese Mitte-Pushes sterben. Diesmal wäre Neo sogar ein bisschen allein. Krasse Nate von Kuben. Nutzt er die Smoke? Wenn jetzt eine Flash von hinten kommen würde, wäre es eigentlich ganz gut. Smoke ist gar nochmal nach. Also hat Neo wahrscheinlich am Anfang die Smoke da gelegt. Nice. Vielleicht sogar mit dem Ace. Nee. Zu viel Damage schon bekommen. Der Angel stirbt auch in der Action. Und Neo schnappt sich den letzten. 7-1, 13 zu 10. Neo sogar mit dem Incendiary. Mal schauen, was er damit nächste Runde anfängt. Also je mehr Geld die CTs haben, umso wahrscheinlicher ist es eigentlich meistens auch, dass da eine Brandgranate am Start ist. Was ich ja jetzt schon ab und zu mal gesagt habe, ich würde es mir echt wünschen, in Zukunft mehr Molotovs zu sehen bei den Terrors. Also auch Taktiken, die darauf aufgebaut sind. Boah. Doch sie ja eigentlich ganz gut predicted da die Pose oder zumindest gut rumgegangen, aber scheinbar nicht gut genug. Pasche einfach mit guten Reaktionen direkt runtergezogen auch. In der Mitte wieder gemeinsam. Also hier ist sie aber auch richtig gut immer am Zusammenspielen. Immer irgendwo zu zweit. Die Mitte halten sie wirklich sehr gut, muss man sagen. Und das ist ja auch wirklich eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Und zack, wieder Frag, Refrag. Action steht auch Lord. Der tritt wahrscheinlich vielleicht nicht hier wirklich so krass in Erscheinung mit krassen Frags oder so, aber er hält immer die Action safe. Er wartet immer lange, hat dort immer Kontrolle, weiß immer, wann er pushen muss. Konnte bisher auch immer den einen Spieler, der dann immer noch irgendwie etwas Action machen wollte, konnte er eigentlich immer das Duell gewinnen. Tja, Kuba gegen 3. Gerade am Wegschieben. Oh, das könnte böse werden. Oh, Pascha, ey. Krasses Spiel von ihm. Steht auch verdient an der Scoreboard-Spitze. Dann wird es scheint ein bisschen planlos. Sie müssen ja auch mal merken, dass die Mitte irgendwie dick Probleme haben. Smoke sollte wirklich nicht perfekt. Wir spielen jetzt mal was komplett Schnelles. Und jetzt ist die Brand natürlich Gold wert von Neo. Oh, kann er sie noch legen? Kann er sie noch legen? Ja, aber ESC wird, VP wird wahrscheinlich durchpushen, was sie auch getan haben. Oh Mann. Wenn er die eher wirft und dann die Flash. Zumal die. Die Brandgranate in der Regel ja eigentlich auch den Go mehr oder weniger auffällt. Außer die T's pushen halt einfach durch und ihnen ist es egal. Da waren die B-Spieler auf jeden Fall ein bisschen überfordert. Trotzdem noch sind 2 gegen 2 geworden. Ja, wichtig, um Foxo das Duell zu gewinnen. Bombe tickt aber schon sehr, sehr schnell. So, liegt auch zu kurz. Boah, der eine T ist sogar schon weit weg. Krass. Okay, jetzt geht die Bombe auch hoch. Scheinbar dann doch ganz gut eingeschätzt von Adrian. So, 14 zu 11. Ist hier noch mit einem guten Geldpolster.
immer zu zweit und auch sehr aggressiv. Smokes liegen aber auch gut. Also man blockiert da eigentlich zu dritt. Also das Teamplay ist schon krass. Jetzt zieht Döner vielleicht rum. Ja. Jetzt fehlt natürlich ein bisschen der Refag. Pascha jetzt gutes Timing gehabt. Ja, Frag auch gesetzt. Och, Neo macht heute für mich keinen guten Job. Die für da keine gute Leistung ab. Lord dafür umso mehr. So, A geht's wirklich nicht. Also man spielt mir für mich auch viel zu wenig A an. Und kassiert halt immer nur in der Mitte. Man könnte ja zum Beispiel Keller aufbauen und dann die Mitte mit Flashes einfach mal einnehmen. Oder die Mitte komplett außer Acht lassen, nur einen irgendwie Base abstellen. So, direkt die B-Split-Spekulation. Lord Def am A. Oh, jetzt wird's mal knapp, jetzt wird's knapp. Mal sehen, ob sie mit Lord rechnen. So, er hört die Steps, sieht auf Time rum. Auf den ersten. Oh, da war er fast, da war er eigentlich drauf. Aber er hat den schön geämmt. Das erste, wirklich, erste 1-on-1. Smoke geht jetzt schon weg. Pascha hat ein Kit. Jetzt gar nicht zwei Flashes, aber Adrian mit Headshot. Krasse Runde von ihm. Gute Entscheidung, auch endlich mal zum A-Spot zu gehen. So, 14 zu 12. Dass es hier noch ein Draw wird. Jetzt spielt man auch endlich mal A an. Jetzt hier wieder mit der aggressiv. Wieder kriegen sie den Frag. Jetzt instant der A-Go. Lord war gut blind. Diesmal sieht Lord schlecht aus. Oh, Frag sitzt sogar für VP. 3 gegen 3. Oh ne, da war ein Team-Frag dabei. Oh, Kuchen, glaube ich, von hinten gekommen. Oder das sind Wales. Habe ich das genau drauf geachtet. 2-on-2. Oh, VP schiebt nochmal weg. Oh, ein Pascha aber schon Mitte oben. Er hört die Steps, oder? Oh, kann er jetzt beide machen? Er kann keinen machen. Und Tess mit Gas. Schön auch unten rum. Schleicht sogar. Oh, ein Fox. Weltklasse. Oh, Tess gewinnt das Duell. Jetzt kann Angeline von oben machen. Oder? Keine Bombe. Boah, wie viel Zeit das kostet. Krass gespielt von der Tess auf jeden Fall, da instant wegzugehen. So, kann jetzt... Oh, jetzt hört ihn. Und jetzt hat er alle Chancen der Welt. Das kann den easy machen. Krass. Das gibt einen Klatscher. Stark gemacht von ihm einfach. Unglaublich. Richtig gut gespielt, muss man da sagen. Einfach da direkt wegzugehen. Krass. Jetzt hat einfach alles gepasst. So, mit ESC das Draw schon mal sicher. Ich glaube, auch hier in der Liga gibt's Draw. Und dementsprechend natürlich auch einen Punkt dann auf dem Tabellenkonto, die ich da noch gleich mal zeigen kann. Schöner Drop. Boah, jetzt bitte keine. Boah, zack. Gibt's erst, da gibt's endlich mal eine Flash und zack ist die Mitte tot. Auch wenn ESC da natürlich sehr aggressiv stand. Sehr offen. Sehr anfällig natürlich auch für Flashes. Ach, dann nehmen sie ESC gerade mal halb auseinander. Ja, nicht nur so halb. Sondern bisher auch zu 4/5. Kann Angel da schon legen? Rosi angesagt. Ach, Kura hätte die da so oder so gehabt. Die Runde kann Lord nicht mehr machen. Tja, wenn man das mal öfter in der Equipped Round gespielt hätte.
meine, immerhin lernen die Teams draus, aber für mich schalten sie da teilweise zu spät. Wobei das natürlich immer als Zuschauer viel einfacher ist, sowas zu erkennen, als wenn man da selber spielt, alle möglichen Ansagen bringen muss und so. Das ist schon mal eine, noch mal eine Ecke schwieriger. Schon gehuntet. Oh, genau hinter dem Eck. Krass, dass er den da nicht gesehen hat. 15 zu 13. Boah, nächste muss sparen. Krass, das könnte wirklich ein Draw werden. Oder halt ein 16 zu 14. Lord. Hat sich da eine Waffe geleistet. Oder? Es gibt eine Action-Einnahme. Ist allerdings frei. Angel ist Haus oben. Boah, die Frage ist. Boah, Angel müsste das gehört haben. Und da pusht einer entgegen. Boah, Pascha rechnet auch damit. Einsack von Angel ist gekommen. Sehr stark. Und jetzt müsste ich es hier wieder rüberschieben. Nee. Ist direkt wieder umgedreht. Das kann der CT, der gestorben ist, natürlich auch ansagen. Oh, Connector. Rot an kurz. Wie gesagt, hat die Waffe. Zwei sind low. Es geht Richtung A. Boah, krass von Fox. Wichtig, da die Waffe aus dem Spiel zu nehmen. Tess will sie da irgendwie holen. Schimmelt jetzt dort am L. Sehen, mit ein bisschen Glück kann er zwei machen. Aber Dossier checkt direkt das Eck. Ganz krass. So, Kuben wird auch abgeaimt. Sehr schön gestanden von Fox, da genau die Waffe auch abzudecken. Und 15-14, es kommt hier wirklich auf die allerletzte Runde an. SC muss jetzt alles ausgeben, was sie haben. Bitte, bitte den Sieg machen. Will nicht, dass mein zweiter Tipp heute in die Hose geht. Ah, lass sie aus. B fake. B ist mit fake. So, Pascha schiebt rüber. So, jetzt Mini-Dünner drin. Action gesehen. Somit weiß ich es ja eigentlich, dass es ein B fake ist. Tess kann nur einen machen. Holz steht keiner mehr. Also der Fake ist insofern auf jeden Fall schon aufgegangen. Ja, hat man auch gerade schön gesehen. Spot ist quasi niemand mehr drauf. Schön gespielt von VP. Ist hier gut drauf reingefallen. Auch wenn sie dann den Go schon dann doch noch erkannt haben. Man sich halt zu spät. Oh, da sitzen sich die Flags auf einmal. Krass. Neo damit. Max 7 von hinten, von CTBS, Kuben von Jungle, von überall sind die Fracks dann gefallen. Da haben auch irgendwie noch die Smokes gefehlt. Aber Kratzer an EST, gewinnt hier das Spiel. Das ist ein sehr schönes Spiel. 16 zu 14 in der Starladder Season Nummer 4.